Herzlich willkommen zu Innistrad Inn, eurem Magic Podcast. Heute mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Und bevor wir heute mit unserem Thema starten, haben wir noch einen Kommentar unter der letzten Folge bekommen, und zwar von dem User Scroller Kazama. Er hat geschrieben zum Thema Lorosban: Ich finde den Lorosban eher nur okay. Wenn man gegen Loros 6 spielt, waren die Decks nur teilweise auf ihn optimiert. Die Decks, die ihn ohne Einbußen spielen konnten, wie zum Beispiel Hammer Time, Burn und so weiter, haben ihn so oder so nur gespielt, ohne dass sie wirklich Einbußen hatten. Diese Decks wurden nicht speziell auf ihn gebaut bzw. für ihn umgebaut. Bei den Decks war er okay und nicht besonders stark. Die Decks wie Jund, Krixis, Rand, Sagavan, RB, Midrange Aggro und so weiter haben von seinem Value aber enorm profitiert, und da kann man das schon eher nachvollziehen. Ein viel größeres Problem finde ich zum Beispiel eine Karte wie Unholy Heat. Diese Karte hält einfach zu viele Karten für einen Mana in Schach. Es lohnt sich kaum, 3 bis 6 Mana-Kreaturen, Planeswalker zu spielen, weil sie einfach für einen Mana abgeräumt werden. Wenn man Unholy Heat noch zusätzlich gebannt hätte, wäre ich wesentlich zufriedener gewesen. Ja, also Lorosban eher so okay, Unholy Heat-Ban besser. Wie siehst du das? Also ich persönlich finde Unholy Heat gut, weil es einfach halt auch mal einen etwas dickeren Murktide Mutant abräumen kann. Da haben rote Decks halt einfach Probleme mit, wenn der Murktide Mutant liegt, und der ist halt einfach mal 6-6. Dann musst du schon 2 Lightning Bolts draufschmeißen oder halt ein Unholy Heat, der dann tauscht halt immer 1-1 ab. In der Regel ist der Mutant aber trotzdem größer als 6-6, dann musst du im Endeffekt trotzdem 2 Karten draufschmeißen. Aber es ist doch nicht ganz so low wie. Und du brauchst ja halt auch so ein bisschen Setup, um das Delirium zu haben für Unholy Heat. Also von daher, ich finde die Karte schon gerechtfertigt. Also die ist für mich in Ordnung und ist für mich absolut nicht bannwürdig. Ja, also ich denke, was man auf jeden Fall dazu sagen muss, das, was du gesagt hast zum Thema Setup, man braucht ein gewisses Setup, damit die Karte gut funktioniert. Und sie ist ja auf jeden Fall auch in diesem ganzen Modern Horizons 2-Zyklus irgendwo zu sehen. Ich denke, wenn sie jetzt quasi isoliert irgendwo in einem anderen Set gekommen wäre, dann hätte man gesagt, okay, oh, die Karte ist ja doch schon ganz schön stark, aber das Power-Level ist einfach nochmal eine ganze Stufe nach oben gegangen. Und von daher finde ich es irgendwie vertretbar. Ich kann das mit dem Lorus, also das zum Lorus an, zum Lorus-Bannen kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich finde es jetzt aber auch einfach gut, dass jetzt möglich ist, wieder Karten zu spielen, die halt 3 Mana und mehr kosten. Und viele Decks haben halt, glaube ich, wirklich das wegen Lorus einfach nicht gemacht. Aber ich denke, jetzt wird es auch wieder ein bisschen diverser werden. Man wird auch wieder viele Karten sehen, die man vorher nicht gesehen hat. Und von daher glaube ich, dass es fürs Format insgesamt einfach besser ist, auch wenn man sagt, okay, Power-Level-mäßig ist es jetzt vielleicht nicht so wirklich notwendig. Aber ich denke, das wird das Format noch ein bisschen mehr diversifizieren. Ja, doch, das auf alle Fälle. Ich war Freitag auch ganz verrückt und habe auf einmal wieder Karten im Junt-Deck gehabt, die 3 Mana mehr kosten. Also Liliana, ja. Season Pyromancer, dann noch Fury habe ich gespielt und die neue, ja, Saga aus Kamigawa Neon Dynasty. Ich will immer Hidegetsu sagen, aber der heißt anders. Aber ich sage jetzt einfach mal Hidegetsu Consumes All. War doch überraschend echt gut, die Karte. Ja, also man hat auch wieder Lust, das halt damit zu experimentieren. Wenn man vorher, wenn man jetzt so ein Deck gespielt hat, dann hat man diese Karten eigentlich schon gar nicht mehr angeguckt, weil man wusste, okay, ja, kostet halt 3 Mana und mehr brauche ich sowieso nicht. Und von daher denke ich schon, dass das, dass es dem Format eigentlich ganz gut tut. Und von daher können wir da, glaube ich, eine gute Zukunft sehen für Modern. Um die Zukunft geht es auch bei unserem eigentlichen Thema. Wir hatten nämlich, oder die Magic Community hat einen lang erwarteten Stream von Wizards sich angeschaut und dann definiert. Und zwar ging es um das allseits beliebte Thema Magic Arena Economy. Darüber haben wir ja auch schon einmal in einer Episode gesprochen. Und ja, Sebastian, was waren da so die großen Veränderungen, die jetzt da auf die Arena-Spieler zukommen werden? Ja, Veränderungen? Leider halt keine. Ich hab die extra schon so gestellt, die Frage. Ja,
also was halt ist, die Spieler, die Fans sind halt mit einer großen Erwartungshaltung daran gegangen an diesen Stream. Der hatte in seinem Peak hatte der genauso viel Zuschauer wie das große Arena-Event am vorherigen Wochenende. Viele Leute haben zugeschaut und viele Leute sind sehr enttäuscht worden. Man hatte sich halt einfach erhofft, dass es ein vernünftiges Crafting-System geben wird. Die Leute haben sich halt wirklich Dusten gewünscht, am Beispiel wie bei Hearthstone. Aber das ist halt nicht gekommen. Die Begründung war, warum man sich gegen Dusten ausgesprochen hat. Man soll überlegen, welche Karte möchte ich haben für mein Deck und nicht welche Karte möchte ich zerstören. Und das ist halt einfach eine Erklärung, mit der ich halt absolut nicht leben kann. Nee, Es das ist ist ja halt eigentlich auch total Quatsch, ne? Banane. Für mich ist es halt ganz, ganz schlechte Firmenpolitik. Die sollen sie einfach hinstellen und sagen, wir würden gerne Dusten, aber wir hauen ja ständig genug Sets raus, sodass ihr halt eure vier Billow Rares zerstören könnt. Und dann macht ihr euch einfach die Rare, die ihr braucht. Weil da kommt ja wieder ein Neon Dynasty Alchemy Set, wo auch wieder Karten kommen. Ne? Und wenn ihr euch die ja dusten könnt, dann müsst ihr ja keine Booster mehr kaufen. Und dann verdienen wir ja kein Geld mehr, wenn ihr einfach die Karten kaputt machen könnt, die ihr nicht mehr braucht. Ich weiß gar nicht, wie viele Karten ich in meiner Arena-Sammlung habe, die ich halt von jetzt auf gleich direkt zerstören könnte oder dusten könnte, um mir halt noch andere Karten zu craften. Ich meine, etwas haben diese Karten höchstwahrscheinlich alle gemeinsam. Das wird so ein blaues Mana-Symbol in der Ecke sein. Aber ich finde, nee, das ist einfach frech, sich da hinzusetzen und zu sagen, ja, nee, also, ne, man soll ja nicht drüber nachdenken, was man kaputt machen soll, sondern man soll drüber nachdenken, was man dann wirklich haben möchte. Es ist. Genau, also ich finde halt auch, was du jetzt gesagt hast, ich sag mal, man kann sich ja auch immerhin, ich sag mal, es wäre ja auch möglich gewesen, ein System auszutüfteln oder zu probieren. Gut, ist natürlich schwer, das dann zu implementieren und nachher wieder wegzunehmen, aber zumindest mal ein System zu etablieren, wo man sagt, okay, wir machen das jetzt, aber wir setzen erstmal die Voraussetzungen so hoch, dass wir davon ausgehen, dass es jetzt nicht quasi dazu führt, dass die Leute keine Packs mehr kaufen müssen. Also, dass man jetzt nicht, keine Ahnung, vier Rares für eine tauschen kann, sondern ich weiß jetzt nicht, wie man das Verhältnis machen müsste, wie viele Karten man wegdusten müsste, um eine Rare, sozusagen Rare Wildcard, sage ich mal, zu kriegen. Oder man könnte ja auch mit verschiedenen Wertigkeiten, dass man sagt, okay, Sets, die jetzt sehr neu sind, zum Beispiel, wo man die neuen Booster kauft, die sind halt mehr wert als ältere Sets oder was auch immer. Also ich denke, da wäre es schon möglich gewesen, da irgendwo ein System zu finden, dass es trotzdem funktioniert. Da müsste natürlich schon ein bisschen Hirnschmalz reinfinden und man müsste sich da schon gut überlegen und die Zahlen analysieren, aber ich denke, das ist etwas, was möglich ist. Ich finde das auch so wie du. Ich finde diese Erklärung einfach sehr unzufriedenstellend, weil ich jetzt zum Beispiel als Magic-Spieler im gleichen Sinne stelle ich mir die Frage doch auch die ganze Zeit. Wenn ich jetzt irgendwelche Booster öffne, jetzt quasi echte Tabletop-Booster, dann stelle ich mir auch die Frage, welche von den Karten will ich für mein Deck, welche will ich einfach so behalten, welche Karten will ich verkaufen, welche will ich vertauschen. Also, das ist doch eine völlig normale Überlegung, die jeder Magic-Spieler im Tabletop-Bereich macht und auch sagt, okay, die Karte brauche ich nicht, die will ich verkaufen und die will ich tauschen, und dann gebe ich sie dir und du brauchst sie und ich krieg dafür eine von und so weiter. Das ist halt was ganz fundamental drin ist in diesem Spiel. Und von daher finde ich es dann sehr merkwürdig, wenn dann gesagt wird, ja, darüber sollen die Spieler nicht nachdenken. Also, das gehört für mich komplett dazu. Ja, vor allen Dingen bei MTGO ist es ja auch gang und gäbe. Und ich habe halt gerade dieses Bild vom inneren Auge von diesem typischen amerikanischen Schulhofschläger, der den armen kleinen Jungen an die Füße packt, hochhebt und so lange schüttelt, bis kein Mittagessensgeld mehr aus der Hosentasche fällt. Ne? Und das ist halt das, was dieses Gefühl hast du halt, was die Leute, die hinter Arena stecken, mit den Spielern machen. Weil, und die haben ja, also es sind ja noch ein paar andere Sachen announced worden in dem Stream. Also sie haben ja zum Beispiel auch gesagt,
dass man jetzt Wildcards kaufen kann. Genau. Ne? Also du kannst jetzt für sage und schreibe 49,99 US-Dollar und der Europreis ist noch nicht bekannt, aber ich gehe davon aus, sie machen das Dollarzeichen weg und setzen ein Eurozeichen dahin. Ne? Also für 50 Euro kannst du 12 Rare und 4 Mythic Wildcards kaufen. Ne? Wenn man das einfach mal in Relation setzt, für 60 Euro kriegt man einen AAA-Titel für die PlayStation 4. Ja, PlayStation 5 genau. kostet halt ein bisschen mehr. Ne? Bei Steam gibt es auch reichlich AAA-Titel für 50 Euro. Ne? Ich weiß jetzt ja gar nicht, was zum Beispiel ein Elden Ring kostet. Ja, Aber da aber hast das ist du. ja so der Preis. Also so für Ja. so einen Vollpreistitel, für eine Konsole, so 50 bis 60 Euro, da bewegt sich das. Und dann hast du jetzt, sagen wir mal, jetzt 12 Rare Wildcards und das ist ja da, wo es am meisten sozusagen immer in Anführungszeichen hapert oder so die knappste Ressource sind, die Rare Wildcards. Wenn ich ein Deck bauen will, dann muss ich also schon drei von den Paketen kaufen, sage ich jetzt mal. Dann habe ich 36 Rare Wildcards. Da ist schon mal ganz gut dabei. So, dann habe ich aber auch $150 investiert oder 150 Euro investiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Standarddeck nehme, ja, also dann kann ich mir auch fast überlegen, mir das im Tabletop-Bereich zu kaufen. Mit dem Vorteil, dass ich die Karten auch wirklich besitze und nachher auch wieder vertauschen oder verkaufen kann. Also ich habe den Wert sozusagen noch. Oder ob ich sie halt in Arena investiere und dann ist das Geld quasi flutsch. Ja, und vor allem, du musst ja wirklich überlegen, wenn ich jetzt 50 Euro habe und ich will den Arena reinstecken, hole ich mir wirklich dieses Wildcard-Bundle, ne? 12 Rare, 4 Mythics für 50 Euro, oder hole ich mir für 50 Euro 9200 Gems, nehme davon dann 9000 Gems und kaufe mir 45 Booster. Weil aus 45 Boostern ziehe ich 45 Rares und Mythics, und man kriegt ja für jeden sechsten geöffneten Booster eine Rare Wildcard und für den 30. geöffneten Booster kriegst du eine Mythic Wildcard. Und je nachdem, wie und wo du da gerade startest, hast du vielleicht auch zwei Mythic Wildcards. Das heißt, du hast aus diesen 45 Rares und Mythics, aus den 45 Boostern ziehst du halt deine 45 Rares und Mythics. Du kriegst zusätzlich noch fünf oder sechs Rare Wildcards und ein bis zwei Mythic Wildcards. Und wenn du es dann noch schaffst, deine Vault zu knacken, dann kriegst du ja nochmal zwei Rare Wildcards obendrauf und eine Mythic. Das heißt, du kannst, wenn du halt diese 9000 Gems nimmst und 45 Booster kaufst, und du echt Glück hast, dann stehst du am Ende da mit 45 Rares und Mythics und kriegst obendrauf noch sieben oder acht Rare Wildcards und zwei oder drei Mythic Wildcards. Und du holst aus diesen 9000 Gems einfach viel mehr Value raus wie aus diesen 50 Euro, also aus diesen 49,99 für dieses Rare Wildcard Bundle. Ja. Klar, also wenn du Decks bauen willst, dann macht es halt Sinn, sich die 45 Booster zu holen, diese 12 Rare und Mythics, die 50 Euro, die investierst du nur, wenn du gezielt Karten brauchst, nicht auf gut Glück ziehen möchtest und wenn es vielleicht einfach nur darum geht, gerade die letzten drei, vier, fünf, sechs Karten aus der Edition zu haben, dass du halt so ein Set vervollständigst. Ja. Aber man muss halt wirklich überlegen, ob sich das lohnt, bei Arena eine Edition, ein Set zu vervollständigen. Ne, bei MTGO, wenn du es nicht mehr brauchst, kannst du es alles verkaufen. Ich hatte letztens den Podcast gehört, Arena Decklist von Jerry Thompson und Brian Gottlieb. So, Brian Gottlieb hat einfach erzählt, er hatte über seinen MTGO-Account, er hat fast jede Karte besessen, auf jeden Fall fast alle modern relevanten Karten. Und als damals Arena announced worden ist, haben ja viele MTGO-Spieler Angst um ihren MTGO-Account gehabt, weil sie befürchtet haben, dass Arena MTGO ablöst. Der hat halt seinen kompletten Account verkauft und hat dafür über 9000 US-Dollar bekommen. Du wirst niemanden finden, der so viel Geld für einen Arena-Account ausgibt. Besonders, weil du ja auch nur den Account kaufen kannst und nicht einzelne Karten. Ne, Nee, weil. du musst dann alles. Ich weiß auch gar nicht, aber darf man den eigentlich verkaufen? Nee, darfst du halt nicht. Das ist es Achso, nämlich. okay. Ne, Aber das ist ja, halt also du. gegen die Geschäftsbedingungen. Du darfst deinen Ja. Account nicht weiterverkaufen. Ja.
Also das ist halt ist halt echt, finde ich, problematisch, weil diese Rechnung, die du jetzt gerade gemacht hast und die auch viele andere gemacht haben in der Community, das ist ja keine höhere Mathematik, das ist ja eigentlich recht einfach zusammengesetzt. Und das heißt, Wizards weiß, dass dieses Angebot eigentlich gar nicht so toll ist. Also dass es eigentlich, ich sage jetzt mal, schlecht ist oder nicht wirklich optimal ist, aber es wird halt trotzdem auf den Markt geworfen, um irgendwie zu sagen, ja, aber ihr könnt doch Wildcards kaufen. Das finde ich halt schon ein bisschen billig, um ehrlich zu sein, wenn man genau weiß, dass die Spieler sich diese Gedanken machen werden und dahinter kommen werden, dass es sich halt dann überhaupt nicht lohnt. Und das ist dann ein bisschen schade, wenn man halt sagt, ja, wir gehen auf die Community ein, wir erfüllen die Community-Wünsche, aber wir machen es halt auch so, dass wir daran keinen Euro oder keinen Dollar weniger verdienen. Nee. Ja. Und was sie jetzt auch noch, was auch noch neu gekommen ist oder gekommen wird, sind halt die Mythic Packs. Das sind halt im Prinzip normale Arena Booster. Nur du weißt, dass die Rare in dem Booster zu 100% eine Mythic ist. Oder halt eine Mythic Wildcard. Und die kostet dann einfach 1300 Gold anstatt 1000 Gold. Ja, aber dann sind da Rare Wildcards auch drin und nur Mythic? Nur Nee. Mythics. Aber die zählen halt mit zu diesem Progress, wenn du deine sechs Booster geöffnet hast, ne? Ach Dann so. kriegst du halt trotzdem deine Rare Wildcard am Ende. Aber in diesen Mythic Boostern oder Mythic Packs sind halt nur Mythic Rares drin. Also deine Commons und Uncommons kriegst du trotzdem. Aber du hast halt safe die Mythic Rare oder die Mythic Rare Wildcard. Das ist jetzt halt, ja, kostet halt ein bisschen mehr. Wenn man alle Rares in einem Set hat, ja, kann man sich die kaufen. Ne? Ist jetzt nicht so, ja, ne? Wird sie auch nichts gekostet haben, das rein zu programmieren. Nee. Genauso wie dieses Wildcard-Bundle, da werden sie sich auch keinen Zacken bei aus der Krone gebrochen haben. Aber das werden Leute machen. Ne? Ja, auf jeden Also, Fall. Saffron Olive zum Beispiel. Der hat schon gesagt, also der wird sich das höchstwahrscheinlich kaufen, einfach nur, weil er die Sets komplett haben will. Aber das Ja, macht halt kein normalsterblicher Mensch. genau. Er hat Ja. ja auch selber gesagt, dass er ja auch eine Ausnahme ist, weil er ist ja Content Creator Genau. und macht sehr viel Content auf Arena und spielt auch sehr viel ungewöhnliche Decks, was dazu führt, dass er im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger die Sets komplett braucht. Und das ist einfach ja nicht das, also bildet jetzt nicht den Bedarfen des normalen Arena-Spielers irgendwo ab, ne, der ja. Ja, versucht irgendwie ein paar Decks für sich irgendwie zusammenzubauen. Eine weitere Änderung, die ja in dem Stream angekündigt wurde, ist, dass ein neues nicht rotierendes Format auf Arena kommen soll, ohne die Digital-Only-Cards. Es wurde aber nicht verraten, welches Format das sein wird. Wir wissen auch noch nicht genau, wann es kommt, aber es soll eins geben. Sebastian, was hältst du denn davon? Das ist, glaube ich, das, wo ich so am meisten Hoffnung mit drauf habe, weil ich hoffe einfach, dass es Pioneer wird. Wenn du wirklich Pioneer auf Arena hast, werde ich es auf alle Fälle viel mehr spielen. Das war ja auch das, was sie schon vor Ewigkeiten angekündigt haben. Ne? Wir wollen Pioneer auf Arena haben. Sie sind ja auch dann quasi so ein bisschen zurückgegangen und haben ja Arena, die richtige Phase ist ja noch mit, ist ja erst mit Ixalan gestartet und davor Genau. hattest du ja Kaladesh und Amonkhet in einer Beta-Version. Die konntest du da schon spielen. Ne? Nach der Beta-Version ist ja, haben sie ja alle Accounts gewiped, du hattest halt keine Karten mehr, du hattest gar nichts mehr. Alle sind mit Ixalan wieder bei Null angefangen. Und dann ist ja von Ixalan ist es ja immer weitergegangen, die haben Sets hinzugefügt, hinzugefügt und hinzugefügt. Dann kam irgendwann der Plan, okay, wir wollen Pioneer bei Arena bringen. Dann haben sie Amonkhet Masters und Kaladesh Masters rausgebracht. Ja. Dann haben sie das auf einmal gestoppt und sie mit Historic angefangen. Und haben einfach gemerkt, okay, mit Historic, das verkauft Booster, ne? Dann haben sie ja diese Historic Horizons Geschichten Genau. gemacht und die Jumpstart Geschichte mit Historic Karten, ne? Wo du auf einmal, ja, absurde Karten Historic legal geworden sind. Lightning Bolt Ja. immer noch nicht. Da habe ich so ein Und bisschen den Anschluss verloren, ehrlich gesagt, als das irgendwie ja, kam. man verliert auch super schnell den Überblick, ne? Ja. Und
Ja, da hatten sie dann gesagt, dass die Pioneer-Pläne erstmal auf Eis liegen, weil Historic so ein beliebtes Format wäre. Ja, vielleicht bei deren Bank, weil da kommt halt Kohle mit rein. Aber die Spieler, die Fans wünschen sich seit jeher Pioneer auf Arena. Ja. Und überall in der Community hörst du halt, dass Pioneer nicht so den Zuspruch findet, wie es zum Beispiel Modern findet, obwohl Pioneer ein tolles Format ist. Auf MTGO war es zwischenzeitlich so, dass halt keine Pioneer-Events stattgefunden haben, keine größeren, weil sie die 64 Spieler nicht bekommen haben, die du dafür brauchst. Und da haben sich dann so die Spieler untereinander haben dann über Social Media einfach angefangen, dieses Format zu pushen. Ja. Ne? Und ja, wie gesagt, also meine Hoffnung ist Pioneer of Arena. Ich glaub's aber nicht. Also ich gehe davon aus, die sagen, Arena ist mit X-Feder angefangen, also gibt's ein komplett neues, nicht rotierendes Eternal, das ist ein Eternal-Format nicht, aber ein komplett neues, nicht rotierendes Format und wir starten ab X-Feder an. Ja, also ich bin mir auch noch nicht so sicher, was da kommen wird. Ich würde es mir tatsächlich auch so etwas wünschen. Ein bisschen auch aus dem Grund, dass ich ja auch gesehen habe mit diesen ganzen, mit diesen Horizon-Sets jetzt auf Arena. Das hat mich ein bisschen verunsichert, weil du halt sagst, okay, bei Arena, okay, du craftest dir halt deine Decks zusammen, was halt entweder Zeit oder Geld, meistens beides irgendwie kostet. Und dann überlegst du dir, okay, dann kommt aber wieder irgendein Set. Jetzt entweder ist es dann irgendwie ein Alchemy-Set oder eins von diesen Horizon-Sets und dann wirft das das wieder um. Ne? Weil, oder besonders bei diesen Horizon-Sets, weil dann irgendwelche super-powered-Karten auf einmal wie Brainstorm auf einmal ins Format kommen und ganz viele andere Karten auch und dann wirft das das alles wieder durcheinander und dann überlegen sie, okay, habe ich jetzt eigentlich noch ein Deck oder kann ich das jetzt irgendwo in meiner Sammlung irgendwo traurig versauern lassen? Und ich denke mal, wenn man so ein Format hat, was nicht rotiert und was nur mit, also wo nur Printkarten sozusagen drin sind, dann hat man diese Sicherheit erstmal, dass das eben nicht passiert, dass das Format eben genauso wächst, wie halt ein Paper-Format auch wachsen würde. Und von daher fände ich es halt schon gut und es würde wieder diese Brücke schlagen zwischen, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, zwischen Arena und Tabletop, die es ja momentan, finde ich, glaube ich, schwächer ist, als sie. Also schwächer ist, als sie jemals war, weil das einzige, ich weiß nicht, ob es noch was anderes gibt, aber ich glaube, das einzige echte Paper-Format auf Arena ist ja eigentlich dann noch Standard und Brawl theoretisch, also wer das dann noch spielt. Ja. Aber Standard ist ja auch, wie gesagt, ich sag mal, von den Spielerzahlen her ein bisschen problematisch. Und ich denke mal, wieder die Brücke zu schlagen zu einem beliebten, nicht rotierenden Format, was es auf Arena und im Tabletop-Bereich gibt, das wird nochmal, glaube ich, ganz gut funktionieren, die Communities auch wieder ein bisschen zusammenzuführen. Und von daher finde ich das gut. Ich kann aber auch verstehen, warum sie diese Pläne erst eingestellt haben, weil es, glaube ich, dann schon sehr viel Aufwand ist, diese ganzen Sets, die jetzt im Pioneer noch drin sind, quasi wieder, ja, die müssen ja quasi implementiert werden, ohne dass man damit wahrscheinlich so viel Booster verkaufen kann, weil die Booster werden ja dann für die neuen Sets natürlich verkauft und die Leute werden sich dann einfach die Staples, die sie haben wollen, die werden die sich halt craften, also oder halt ne, mit Wildcards irgendwie holen. Und von daher ist es dann sehr viel Aufwand für nicht so viel ja, Profit, den man damit dann macht. Aber ich denke, es wäre, glaube ich, langfristig eine gute Sache, wenn man wieder so ein Format hätte, was halt Tabletop und Arena irgendwie zusammenbringt. Ja, aber so viele Sets wäre das gar nicht, ne? Die du für Pioneer bräuchtest auf Arena. Ja, ich kann mal Ne? gerade mal gucken. Ich hab's mir gerade auf. Ja. Also, wir sind ja jetzt bei, ne, du hast ja zuletzt Kaladesh Masters. Color Dash Und und wenn du, Amonkhet, ne? Und genau, und so. wenn du mit diesen Masters weitermachst, ne, dann hast du quasi Innistrad Masters, also Shadows of Innistrad und Eldritch Moon. Moon, Dann ja. hast du Battle for Zendikar und Oath of the Gatewatch. Die könntest du auch wieder zusammenfassen. Dann hättest du Magic Origins. Das war ja quasi damals anstelle des Core-Sets. Genau. Dann hast du Khans of Tarkir, Fate Reforged, Dragons of Tarkir. Das wäre dann zum Beispiel Tarkir's Masters. Dann hast du Core-Set 2015. Ja. Dann hast du Theros, Born of the Gods, Journeyed into Nyx. Das wäre im Prinzip Theros Masters. Dann hast du Magic 2014 Core Set.
Und dann hast du Return to Ravnica, Gate Crash und Dragon's Maze. Da hast du wieder einen Ravnica Masters. Und ich denke mal, die Core-Sets, ne, 14, 15 und Origins, kannst du auch gut zusammenfassen. Wobei ich auch davon ausgehe, dass viele der Karten, die in den Core-Sets sind, auch einfach schon auf Arena drauf sind, weil die Core-Sets ja echt zu 50% nur aus Reprints bestehen. Ja, ich denke, dass bei der Implementierung der Karten sind ja auch vor allem die Mechaniken wichtig. Und in den Core-Sets, ich kann mich jetzt an die Core-Sets nicht im Einzelnen genau erinnern, welche Karten da drin sind, aber in den meisten Core-Sets, oder eigentlich gibt es in Core-Sets ja keine neuen Mechaniken. Es kann natürlich sein, dass da Mechaniken drin sind, die quasi wieder aufgelegt wurden, die es glaube, bisher wir so nicht hatten in mal Arena einen gab oder so. Exalted hatten wir mal. Exalted, ja. Solche Geschichten halt, aber ja, also es ist natürlich jetzt nicht was außerhalb des Möglichen liegt. Eine Möglichkeit wäre eben auch, die andiskutiert wurde, dass man eben sagt, wir starten jetzt mit diesem Format und das Format soll sich quasi zu Pioneer entwickeln, mit den Master-Sets, die du jetzt gerade genannt hast, dass man das quasi Stück für Stück, dass man sagt, keine Ahnung, jedes Quartal oder was ähnlich was, kommt halt eins von diesen Sets und in anderthalb Jahren, in einem Jahr haben wir halt Pioneer zum Beispiel. Das wäre halt auch super. Da könnte man halt auch gut mit leben. Ja, das wäre halt auch noch eine. Das wäre auch eine coole Möglichkeit. Dann hätte man nochmal die Möglichkeit, wirklich seine Tabletop-Deck oder seine Tabletop-Decks eben dann auf Arena zu testen. Und das wäre sicherlich wäre ganz cool. Man hätte halt so ein bisschen die Sicherheit, dass das Deck auch, dass man es halt auch noch einen längeren Zeitraum irgendwie spielen kann, dass man halt nicht von diesen Alchemy-Änderungen irgendwie dann beeinträchtigt wird. Oder. Ja. Ja. Auf jeden Fall darf man gespannt sein, was Wizards, was Hasbro noch alles mit Arena vorhat. Ich hoffe, manche Sachen werden sich zum Guten wenden. Aber im Prinzip ist Arena, glaube ich, für Wizards momentan so eine eierlegende Wollmilchsau. Also das verdient, glaube ich, einfach Geld, einfach dafür, dass es da ist. Ja, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf zu diesem Thema, es ist natürlich noch ein bisschen leichter geworden als vorher, weil vorher musste man ja quasi die Karten noch drucken, verpacken, Logistik und so weiter. Dann hat man ja noch den Handel dazwischen geschaltet in vielen Fällen. Und so kann man das einfach direkt online einfach alles verkaufen. Du hast eine viel höhere Skalierung und diese ganzen, ich sag jetzt mal, Nebenkosten, die dann wegfallen. Und von daher, wie gesagt, finde ich auch mal diese Erklärungen, die dann in diesem Stream folgen, von wegen, ja, wir haben da technologische Probleme und können bestimmte Sachen noch nicht so umsetzen, wie wir uns das wollen und so. Ich meine, ich sag mal, die einzelnen Entwickler und die einzelnen Vertreter, aus deren Perspektive stimmt das, oder kann das natürlich stimmen. Aber ich sag mal, da wird so viel Geld verdient, ich habe es mal kurz nachgeguckt, also Wizards hat jetzt an Has also Wizards gehört ja zu Hasbro und da haben die im vierten Quartal 277 Millionen US-Dollar an Nettoerträgen erwirtschaftet und ich würde sagen, bei solchen Zahlen, ich bin jetzt ja auch kein Experte, aber das ist klar, wenn man da möchte, noch mehr, dann kann man auch. Aber ich denke, sie sind einfach momentan zufrieden, weil es halt ökonomisch einfach sehr gut funktioniert. Und solange das so ist. Wird sich da auch nicht wirklich viel dran ändern. Ja, ich meine, die Speak and Layer Sachen werden auch erst dazu tun. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber also ich muss sagen, wenn ihr jetzt zuhört und ihr habt vielleicht gar nicht so viel Lust auf Arena, dann können wir euch eine Alternative empfehlen. Ihr könnt einfach Magic über Spelltable spielen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal hier im Podcast gesprochen haben. Das ist eine Möglichkeit, quasi über Webcam quasi miteinander zu spielen. Also auch quasi Remote Magic, so wie Arena, nur eben halt mit echten Karten, aber eben über den Computer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das macht auch viel Spaß. Ja, doch, das ist super. Also wir spielen das in letzter Zeit oft mit den Leuten bei uns aus der Community, irgendwie zwischendurch unter der Woche in der WhatsApp-Gruppe so, wer hat Lust, wer hat Zeit, wer will ein bisschen Commander spielen.
Und dann treffen wir uns halt mit 3-4 Leuten und spielen einfach ein paar Runden Commander unter der Woche, ne? Man kann natürlich auch andere Formate spielen, also das Programm ist ausgelegt auf Commander, aber man kann halt Alles geht. Ja, alles spielen, ne? Alle Formate und ist halt. Es gibt offene Spiele, die man so joinen kann. Man kann seine eigenen privaten Spiele erstellen. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ja. Genau. Also während meiner Magic Babypause hat sich die Webcam oder die Anschaffung der Webcam halt schon sehr gelohnt. Ja. Ja, das ist vielleicht nochmal eine gute Möglichkeit für Leute, die jetzt vielleicht nicht so die Möglichkeit oder nicht so die Lust haben, irgendwo ja, Tabletop-Magic irgendwo fremd irgendwo zu spielen. Da ist natürlich sowas eine ganz coole Möglichkeit. Ich würde sagen, zum Abschluss der Episode, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von den Änderungen zur Magic Arena Economy haltet und was ihr meint, wie so Magic Arena weitergeht und dann schauen wir uns das gerne an und bis dahin wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Magic und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss!